Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Trainergemeinde. Ja, wir sind heute um 9 Uhr starten wir die neue Webinarreihe Salomons Marktausblick hier beim Broker XTB. Mein Name ist Stefan Salomon, ganz klar. Bevor wir loslegen, natürlich noch ganz wichtig, Risikohinweis und Haftungsausschluss. Und noch ganz kurz zu meiner Person, Stefan Salomon, Chartanalyst, Buchautor, das große Buch der Chartanalyse, das große Lehrbuch der Chartanalyse. Wir schauen uns dann immer montags und mittwochs um 9 Uhr halt natürlich den deutschen Aktienindex, Dow Jones, Gold und so weiter an. Also, und die Dauer in etwa jeweils circa nach maximal eine halbe Stunde. Länger möchte ich Sie da auch nicht malträtieren. Wenn Fragen da sind, können Sie natürlich diese gerne hier im Fragenfeld auch mitteilen, auch Fragen zum Trading etc. Oder auch, wenn Sie sagen, Mensch, also bei mir klappt es irgendwie gar nicht. Woran liegt es? Vielleicht auch mentale Dinge. Können wir alles hier sozusagen am Morgen auch besprechen. Und natürlich, wenn die Technik und Bild in Ordnung sein sollten, können Sie mir auch gerne hier ein kurzes Okay geben. Oder auch, wenn mal etwas nicht funktioniert, alles bitte hier ins Fragenfeld einfach mitgeben. Soweit vielleicht zum Organisatorischen. Und dann können wir eigentlich auch schon mal loslegen. Das heißt, wir schauen uns hier den deutschen Aktienindex an mit den Kursen von XTB. Also bei XTB heißt das hier DE30. Das sind hier die Kerzen sozusagen, die Candlesticks auf 4-Stunden-Basis, also H4. Aber wir gehen auch mal kurz zurück. Das heißt also, wir schauen uns mal das ganze Dilemma der letzten sehr starken Abwärtsbewegung hier in den Monatskerzen an. Und da sind wir im Moment an einem durchaus interessanten Niveau. Also wenn man sich die diversen ja, Prognosen der Volkswirte anschaut, gerade hat auch der Internationale Währungsfonds, also seine Prognosen für die globale Konjunktur doch deutlich nach unten geschraubt von zu erwarteten erst positiven etwas über 3%, jetzt sogar auf -3%. Also das ist schon eine sehr, sehr kräftige Revision. Und wir haben einfach von der Charttechnik her, also es ist ein bisschen Skepsis natürlich im Markt auch, ob diese Erholung, die wir im Moment sehen, nicht mehr oder weniger liquiditätsgetrieben ist und vielleicht auch nur eine, ja, so eine kleine Strohfeuer ist, so wie wir es vielleicht auch teilweise in der Finanzkrise gesehen haben. Da haben wir auch häufig sehr kräftige Gegenbewegungen gesehen. Und charttechnisch ist das eben deswegen jetzt im Moment interessant, weil wir hier in den Monatskerzen hatten wir hier ein deutliches Tief als Unterstützung. Da sind wir einerseits dran. Dann konnten wir also hier auch nochmal eine Range konstruieren. Aber wir sind eben hier auch im Bereich der mittleren Zone dieser langen schwarzen vorangegangenen Märzkerze angelangt. Das heißt also rein von den sehr langfristigen Zeitebenen, den Candlesticks hier auf Monatsbasis, wäre also hier eher auf Verkaufssignale zu achten. Wir können hier durchaus vielleicht sogar noch bis 11.000 Punkte anlaufen, aber das ist eben hier immer noch diese eine durchaus breitere Widerstandszone. Und das Risiko natürlich, dass wir hier nochmals nach unten deutlich abprallen, das ist durchaus gegeben. Es sei denn, wir steigen wieder über die 11.000er, über die runden 11.000er-Marke, dann hätten wir durchaus weiteres Erholungspotenzial. Dann im nächsten Schritt letztendlich hier an die 11.800, 12.000er-Marke. Aber vom aktuellen Bild muss man ganz einfach sagen, haben wir also hier durchaus ein sehr kräftiges Widerstandsniveau. Und wenn wir uns auch die Tageskerzen anschauen, dann haben wir also hier eine Range, die wir dann nach oben verlassen haben. Auch hier hatten wir in den Tageskerzen eine sehr positive Ausbruchskerze nach oben, die also dann im Prinzip ermöglichte, dass wir hier dieses Kursziel aus der Range nach oben abtragen. Dieses Kursziel haben wir jetzt mittlerweile erreicht und wir stehen auch hier vor doch deutlichem einem oder noch nicht ganz erreicht, aber wir haben eben hier ein deutliches Widerstandsniveau.
Und demzufolge kann man jetzt, wo ein bisschen auch die Dynamik jetzt hier rauskommt, durchaus schauen, okay, bekommen wir hier neue Verkaufssignale? Ist das Ganze so ein bisschen eine kleine Bullenfalle? Und demzufolge kann man dann wiederum sagen, okay, wenn wir jetzt in H4 zum Beispiel ein Verkaufssignal bekommen, dann hat das in Verbindung mit den doch mit den Tages- und Monatskerzen eine gewisse Berechtigung. Das heißt also, wir haben hier einen Erholungstrend in den Tageskerzen, Stundenkerzen oder wie hier in den H4-Kerzen. Wir sind hier übrigens auch aus dieser Range nach oben ausgebrochen. Dann könnte man also auch hier das Kurs hier nach oben abtragen. Und wir würden hier ein negatives Signal bekommen, wenn wir also hier zum Beispiel unter die Stütze des Marktes, also lange weiße Kerzen stützen in der Regel den Markt, in dem Falle grün. Also wenn hier eine positive lange Kerze da ist, dann gilt das bei den Japanern und bei den Candlesticks als Stütze des Marktes. Das heißt aber auch, dass wenn wir hier deutlicher wieder zurückkommen, also jetzt kurzfristig auch wieder unter die 10.500 und dann 10.300 Punkte zurückfallen, dann bricht sozusagen die Stütze weg und der Aufwärtstrend wird geknackt und dann müsste man hier eher nochmal mit deutlich fallenden Kursen rechnen. Also im Moment hier durchaus eine sehr interessante Geschichte, ob man hier wieder sozusagen neue Short-Positionen aufbauen kann. Wir sind auch vor der Berichtssaison jetzt. Das heißt, wir dürfen hier eine gewisse abwartende Haltung noch einnehmen. Aber was so ein bisschen fehlt, ist so zum Beispiel, was wir jetzt in diesem Crash hatten, hier ein sehr schönes ansteigendes Dreieck oder ein symmetrisches Dreieck mit Ausbrüchen nach unten, wo man dann entsprechend eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür hatte, dass das eben in Richtung der Kursziele dieser Dreiecke nach unten läuft. Das fehlt jetzt so ein bisschen im Moment, aber wie schon erwähnt, also nach oben haben wir jetzt deutliche Widerstände, deswegen kann man also vielleicht hier auch mal an der 10.800 oder an der nächsten Runden 10.900er Marke beim kurzfristigen Bild, 5-Minuten-Kerzen etc. auf Verkaufssignale achten. Wir schauen uns einfach auch mal die 5-Minuten-Kerzen dazu an. Das heißt also, wenn man sich das als Regel nimmt, dann kann man also durchaus sagen, okay, wenn wir jetzt hier so den ersten, zweiten, dritten Abprall an einer Marke haben, dass man dann auch hier zum Beispiel eher auf Verkaufssignale achtet. Also hier auch ein neues Tief. Denn Dow Jones hat sich auch sehr gut eigentlich handelt oder war gut handelbar. Wir hatten hier in der letzten Zeit, also das sind jetzt Stundenkerzen, hier zum Beispiel einen klassischen Morningstar, der eine Unterstützung bestätigte, dann ein Dreieck nach oben ausgebrochen. Also auch hier konnte man dann durchaus mal Teilgewinne mitnehmen, auch hier am Widerstand, lief aber jetzt weiter nach oben. Was von der Struktur ganz interessant ist, dass wir hier ein Hoch haben, ein zweites Hoch, was höher ist, ein drittes Hoch, was jetzt ja an Dynamik schon verliert. Das heißt also, dass man hier auch durchaus sagen kann, okay, von den langfristigen Zeitebenen sind wir hier unter Umständen auch schon am Deckel sozusagen angekommen. Also wenn wir uns hier die Tageskerzen anschauen, dann haben wir hier das Hoch einer sehr langen schwarzen Tageskerze. Wir sind hier am Widerstand. Die weißen Kerzen an sich sind noch durchaus positiv, aber sollten wir eben hier ein kurzfristiges Verkaufssignal bekommen, dann würden wir erstmal kurzfristig am Widerstand abprallen und jedes weitere Tief, also jeder weitere Rutsch nach unten, auch hier zum Beispiel unter diese Luntenspitzen oder unter die Tiefs dieser weißen Kerzen, wäre dann entsprechend negativ wieder. Und das heißt aber auch vom kurzfristigen Bild der Stundenkerzen, wir haben also jetzt aktuell hier in den Stundenkerzen im Dow Jones
zum Beispiel hier so eine kleine Range ausgebildet. Das heißt also, wenn wir hier die 23.630 nach unten verlassen würden, könnte man die Schwankungsbreite dieser Range als Kursziel, als sehr kurzfristiges Kursziel nach unten abtragen. Und auf der anderen Seite genauso könnten wir das nach oben natürlich abtragen. Das heißt also, wir haben jetzt im Moment, sitzen wir so ein bisschen zwischen den Stühlen, dürfen wir hier noch ein bisschen abwarten, wohin die Reise geht. Aber auch hier sind wir nach oben durchaus erst einmal ein wenig gedeckelt. Und demzufolge hätten wir also hier gerade, wenn wir nach unten fallen, kurzfristiges Potenzial. Dann kann man eben, wie schon erwähnt, auch mal Teilgewinne mitnehmen an den Kurszielen. Aber sollten wir hier wirklich nach unten fallen, dann haben wir auch folgende Situation, dass man hier natürlich auch einen Aufwärtstrendkanal konstruieren kann. Und ein Ausbruch aus diesem Trendkanal nach unten, und das sehen Sie hier auch sehr schön, dass wir also hier im Prinzip eine Aufwärtstrendlinie haben in Verbindung mit der Unterstützung bei 23.630. Das heißt, wenn wir also hier aus dieser Range nach unten fallen, würden wir auch diesen Trend knacken und dann müsste man hier die Schwankungsbreite dieses Trendkanals als Kurs hier nach unten abtragen und dann würden wir sogar hier in Richtung 22.550 Punkte zurückkommen. Also demzufolge auch hier aktuell eine sehr interessante Chartsituation. Ein Break nach oben natürlich könnt ihr durchaus nochmal Richtung 24.300, 24.400 führen und im Best-Case-Szenario sogar an die Rückkehrlinie dieses Aufwärtstrendkanals. Dann wären halt die Pessimisten, müssten dann eben wahrscheinlich weiter eindecken und das würde eher auch eine weiter liquiditätsgetriebene kleine Short-Eindeckungsrallye dann geben. Und soweit zu den Indizes ganz kurz. Wenn da Fragen natürlich da sind, also wie schon eingangs erwähnt, können Sie das hier im Fragenfeld immer mitteilen. Übrigens auch schon Dank für das Feedback. Dann kommen wir zum Goldpreis. Der Goldpreis ist ja sehr gut gelaufen jetzt in den letzten Tagen. Wir sehen hier nochmal die Monatskerzen. Also ich hatte das bei dieser Trading-Konferenz von XTEB auch mal dargestellt, dass man selbst als sehr kurzfristiger Trader hier durchaus die Monatskerzen oder Wochenkerzen, die übergeordneten Zeitebenen, also doch immer mit berücksichtigen sollte. Warum? Weil man dann natürlich auch sieht, okay, wenn wir hier zum Beispiel aus so einer übergeordneten Range, die über mehrere Jahre bestanden hat, nach oben ausbrechen mit einer langen weißen Monatskerze, dann ist das grundsätzlich positiv und man konnte dann hier die Schwankungsbreite der Range nach oben abtragen. Das Kurs hier haben wir dann natürlich auch erreicht, aber dann ist es als kurzfristiger Trader oder man kann dann vom sehr kurzfristigen Trader zum Swing- oder Positionstrader mutieren, weil es sich dann bei solchen Chancen, wenn so eine Mehrjahresrange nach oben verlassen wird, sowas passiert natürlich nicht jeden Tag, sondern vielleicht einmal im Jahr. Und dann kann man wirklich hier an so einem Trend versuchen zu partizipieren. Und was im Moment noch ganz interessant ist, dass wir in den letzten beiden Monaten doch eine sehr starke Verunsicherung im Goldpreis hatten. Das heißt also, wir haben hier kleine Kerzen mit langen Dochten und langer Lunte. Und das ist so eine klassische Pattsituation zwischen Bullen und Bären, eine Phase der Unsicherheit. Und man müsste jetzt aber noch auf den Monatsschlusskurs achten, also auf den Periodenschlusskurs. Aber wenn so eine Phase der Unsicherheit nach oben verlassen wird, so wie wir es im Moment haben, ist das grundsätzlich erst einmal positiv. Und wir hätten also hier durchaus die Chance, weiter nach oben zu laufen. Also auch hier die Tops zu sehen bei $1.900, $1.850 wären so die kurzfristigen Kursziele, aber längerfristig können wir also wohl durchaus weiter hier nach oben ansteigen. Und wir sehen das jetzt auch an den Tageskerzen, dass wir also hier mit dieser sehr hohen Verunsicherung, sehr hohe Schwankungsgeschichte, dass wir hier durchaus weiter die Chance haben, weiter nach oben zu laufen. Und zwar auch daran liegt das, dass wir also hier einen Aufwärtstrendkanal hatten oder haben und dieser Aufwärtstrendkanal erst nach unten verlassen wurde, also ein
ja, regelkonformes Verkaufssignal, also lange schwarze negative Kerze, in dem Falle rot, bricht diesen Trend. Dann auch der zweite, dritte Periodenschlusskurs unter der Trendlinie. Also musste man hier eher auf weiter auf fallende Kurse setzen, entsprechend der Schwankungsbreite des Trendkanals. Aber wir sind dann sehr, sehr schnell und sehr zügig in den Trendkanal wieder zurückgekehrt. Das heißt, das ist hier mehr oder weniger ein Fehlausbruch, eine Bärenfalle, eine Marktbereinigung. Und demzufolge hätten wir also auch hier aus dieser Sichtweise die Chance, dass wir hier in Richtung 1800, 1850 Dollar laufen, also an die sogenannte obere Begrenzung, die Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals. Und hier haben wir auch positive Kerzen, die jetzt überwiegen. Und demzufolge kann man also versuchen, hier eher im Goldpreis zum Beispiel die Unterstützung jetzt zu kaufen, beziehungsweise an den Unterstützungen, zum Beispiel hier in den Tageskerzen, haben wir also einerseits natürlich eine sehr kurzfristige Unterstützung, jetzt so um die 1700 bei 1695 Dollar. Das wäre so der mittlere Bereich der letzten etwas längeren positiven Kerze und dann deren Tief, da sollten wir halt dann nicht mehr herunterfallen. Das heißt, wir haben also hier das Tief so bei 1673,70. Da sollten wir nicht mehr herunterkommen, weil dann wäre halt hier auch das neue Top, also sozusagen so eine kleine Bullenfalle und dann müsste man hier nochmal mit Gewinnmitnahmen rechnen. Aber vom aktuellen Bild, also Monatskerzen mit neuem Hoch, mit Ausbruch aus der Phase der Unsicherheit nach oben, dann müssen wir zwar noch den Periodenschlusskurs abwarten, aber jedes weitere Kaufsignal hier auch in den Stunden oder auch in den Tageskerzen erhält damit auch eine durchaus gute Aussagekraft. So, und dann kann man das hier weiter runterbrechen bis eben zu den Stundenkerzen und dann sehen wir halt hier eine Geschichte, dass man also sagt, okay, wenn ich sowieso von steigenden Kursen ausgehen kann, weil Aufwärtstrends intakt sind, etc., dann versucht man dann eben hier solche Rücksetzer beziehungsweise solche korrektiven, kurzen Abwärtstrends, wenn die dann nach oben verlassen werden, dann kann man die halt, dann ist das im Prinzip ein regelkonformes Kaufsignal. Warum? Weil sie in Richtung der Tageskerzen, des Trends in den Tageskerzen arbeiten. Dass die Schwankungsbreite so eines Trendkanals ist dann das erste Kursziel und dann Stopp auf den Einstand setzen und Tee trinken sozusagen oder eben einen Supertrendindikator nehmen als nachlaufender Stoppkurs, der allerdings jetzt aktuell getestet wird. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, dass wir da jetzt ein bisschen weiter zurückkommen. Wir haben hier so eine kleine Range gehabt, die gestern nochmal nach oben verlassen wurde. Also auch hier dann sehr, sehr kurzfristiges Kursziel nach oben abgetragen. Teilgewinne auf alle Fälle mitnehmen. Und jetzt haben wir das ein bisschen das Problem, dass wir eben in diese Range wieder zurückgekehrt sind und auch so ein kurzfristiger Trend aktuell gebrochen wurde. Also auch hier darf man jetzt noch ein bisschen abwarten. Aber so im Bereich eben 1700, 1695 kann man dann aus Sicht der Tageskerzen hier wiederum durchaus auf Kaufsignale achten. Oder was jetzt interessant werden könnte, wenn sich jetzt hier ein Abwärtstrend ausbildet, also dieses Hoch der letzten Stundenkerze, das können wir eigentlich noch nicht so richtig als Berührungspunkt nehmen, weil wir erst die nächste Kerze eigentlich abwarten müssten, ob das eben ein Hoch wird oder nicht. Aber wenn das so sich weiterentwickelt, wir also jetzt hier in Richtung 1700 vielleicht nochmal kommen, 1705, 1695 diesen Bereich testen und von dort aus sich eine Erholung durchsetzen mit Break, dann auch dieses sehr kurzfristigen Abwärtstrends, dann hätte man hier zum Beispiel auch durchaus ein interessantes Kaufsignal wiederum in Richtung der übergeordneten Tendenz. So, jetzt haben wir eigentlich schon die 20 Minuten hinter uns, aber wir schauen natürlich noch ganz kurz mal auf den Ölpreis. Also auch wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Wunschanalysen gern haben möchten, auch zu Aktien etc. Aktien werden wir heute nicht besprechen, aber wenn Sie mal eine Lufthansa oder Deutsche Telekom oder ähnliches besprochen haben möchten, also alles, was bei XTB auch gehandelt werden kann, dann hier einfach das Kürzel mitteilen.
Und dann können wir uns das hier also auch durchaus dann gemeinsam anschauen. So, kommen wir kurz zu den Ölpreisen. Also die Ölpreise, das sind jetzt die Stundenkerzen. Wir gehen mal ganz kurz, aber hier auf die Tageskerzen nochmal zurück. Das heißt also, wenn man sich hier die Tageskerzen anschaut, dann hatten wir hier diesen sehr kräftigen, starken Einbruch, dann eine ebenso kräftige Erholung in den Ende März, nachdem also dann Förderkürzungen etc., Gesprächsangebote von Russland an die OPEC gegeben hat. Aber Sie sehen, wir sind nach oben gedeckelt. Aber mit dieser sehr kräftigen Erholung müsste man eher davon ausgehen, dass wir auch durchaus nach unten unterstützt sind. Aber Sie können so ein bisschen die Ölpreise natürlich auch nehmen als Indikator für die globale Wirtschaft, und da sieht es eben nicht so doll aus. Und wenn man natürlich dann vom IWF auch solche deutlichen Stimmungseintrübungen sehen, dann ist der Ölpreis noch oben gedeckelt. Also Erholungen dürften hier eher im Bereich 34 bis 36 Dollar auf Widerstand treffen. Unterstützungen, natürlich haben wir jetzt hier im Bereich der Lunten, im Bereich dieser langen weißen Kerze, beziehungsweise grüne Kerze. Aber Erholungen dürften hier eher weiterhin verkauft werden. Rücksetzer muss man sehen, ob die dann hier im Bereich 27, 25, 24 aufgefangen werden. Neues Tief wäre natürlich grundsätzlich negativ, weil wir dann auch hier einen Kursziel ableiten können. Also wir haben ja hier so eine kleine W-Formation, die erst nach oben verlassen wurde. Jetzt sind wir wieder in die W-Formation zurückgekehrt. Auch das ist noch durchaus bedenklich. Das heißt aber auch, dass wir also hier durchaus noch mal ein bisschen weiter zurückkommen können oder könnten. Und ein Ausbruch unter die jüngsten Tiefs würde also hier die Ölpreise auch durchaus hier unter die 20-Dollar-Marke führen können, weil wenn dann eben hier diese Range erst nach oben verlassen wird und sich das Ganze so als Fehlausbruch erweist, wir dann nach unten weiterfallen, dann müssen natürlich all die Jungs, die hier hoffnungsvoll gekauft haben, die sehen dann natürlich letztendlich irgendwann ihre Felle davon schwimmen und dann dürften wir hier eher nochmal stärker zurückkommen. So kommen wir noch ganz kurz zum Abschluss zum Devisenmarkt. Ich muss nur schauen, dass wir nichts Wesentliches vergessen haben. Also heute ist auch ja das erste Webinar mal wieder und das ist noch ein bisschen als Test. Ich würde Sie ganz gerne mal bitten, ob Sie dann auch von der Sprachqualität etc., ob das gut bei Ihnen ankommt. Also ein bisschen Feedback wäre nicht schlecht, weil dann könnte ich eventuell noch mal an der einen oder anderen Einstellung drehen. Aber Ton bestens. Ton okay, alles super. Ja, vielen Dank. Also können wir so weitermachen. Wir schauen uns noch ganz kurz hier den Euro zum US-Dollar an. Auch hier ist die langfristige Übersicht von den Monatskerzen ausgesprochen interessant. Ich sehe gerade, dass der Deutsche Aktienindex also jetzt wieder unter die 10,6 gefallen ist. Das schauen wir uns zum Abschluss nochmal ganz kurz an. Also wir haben hier in den Monatskerzen ganz klar hier zum Beispiel Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Und diese Unterstützung haben wir jetzt nochmals getestet. Das wäre natürlich jetzt vom sehr langfristigen Bild auch durchaus mal interessant, wenn diese Unterstützung also tatsächlich weiter hält. Man könnte also jetzt hier auch sagen, okay, wir sind ja in einem längerfristigen Abwärtstrend sozusagen im Euro zum US-Dollar. Aber Sie sehen auch, dass sich diese sehr langfristige Tendenz erst, also hier hatten wir auch mal Unterstützung, lange Lunten. Und wir haben jetzt eben hier eine deutliche Erholung gesehen, die aber eben kräftigst wieder abverkauft wurde. Wir haben also auch hier jetzt im Moment eine Pattsituation so zwischen den Bullen und Bären. Aber man muss ganz einfach sehen, dass wenn wir also hier aus dieser Pattsituation nach unten herausfallen, dann können wir also hier im Prinzip auch einen Abwärtstrendkanal konstruieren.
Und dann müsste man eher davon ausgehen, dass wir hier in Richtung der Rückkehrlinie dieses sehr breiten, sehr, sehr langfristigen Abwärtstrendkanals nach unten fallen, also auch unter die Parität rutschen. Und auf der anderen Seite sollten wir hier diese Widerstandszone im langfristigen Bild nach oben knacken. Dann hätten wir zumindest die Chance, im langfristigen Bild auch mal den Abwärtstrend zu erreichen. Aber das kann man also so vom aktuellen Bild noch nicht prognostizieren, in welche Richtung das geht, sondern eher, dass man hier noch die Hände aufhalten darf und hier wieder geben sollte. Und auch wenn wir uns jetzt hier die Tageskerzen anschauen, dann sehen wir natürlich jetzt hier eine sehr hohe Schwankungsintensität. Wir haben im Moment drei weiße Kerzen, die noch eher positiv sind. Das heißt also, dieser aktuelle Rücksetzer, den kann man eventuell im kurzfristigen Bild wieder auffangen. Das würde dann aber auch, ja, gilt auch nur so lange, wie zum Beispiel hier in den Stundenkerzen dieser Aufwärtstrend sozusagen intakt ist. Sollte der jetzt gebrochen werden, wir also hier wieder etwas deutlicher zurückkommen, dann wäre das sogar in den Stundenkerzen der Fall, dass wir also hier ja ein neues Hoch hatten. Das haben wir überwunden. Da sind wir jetzt gerade wieder runtergefallen. Das heißt also, hier haben wir unter Umständen auch wieder eine Bullenfalle. Wird der Aufwärtstrend jetzt hier nochmals erreicht und gebrochen, dann hätten wir hier sogar eine weitere Eintrübung nach unten. Und man könnte also hier auch durchaus noch etwas fabrizieren, und zwar, dass man die untere Trendlinie nimmt und hier also eine aufwärts gerichtete Keilformation annimmt. Und dann sehen Sie, dass Sie bei einem Ausbruch aus dem Keil oder eben dem Trend die Schwankungsbreite der Keilformation des Trendkanals dann hier nach unten abtragen müssen. Also das wird auch nochmal interessant, wenn wir hier eben diese Keilformation und den Trend nach unten verlassen, auch die Tiefs nach unten knacken, die 109 nach unten verlassen, dann müsste man hier eher mit einem deutlichen Fall nach unten rechnen. Und auf der anderen Seite, also zur Überraschung aller, wenn der Dollar weiter schwächelt und der Euro hier zugewinnt, dann könnten wir hier sogar einerseits die Oberkante, die Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals erreichen und entsprechend der Keilformation auch weiter nach oben ansteigen. Dann auch nochmal dann ganz kurz das britische Pfund. Das ist hier durchaus jetzt auch nochmal interessant. Also hier haben wir noch den australischen Dollar, der sehr, sehr kräftig zurückgekommen ist. Und auch da muss man dann ab und zu mal die sehr langfristige Zeitebene bemühen. Wir hatten hier also keine Tiefs, jedenfalls in absehbarer Zeit nicht. Und dass dann hier solche erratischen Bewegungen kommen, ist dann durchaus mal verständlich. Das Ganze muss man im Moment sogar noch als Pullback betrachten, im sehr übergeordneten Maßstab. Die Abwärtstrends sind also auch noch intakt und hier könnte so ein bisschen langsam die Luft raus sein. Aber was ich eigentlich, wo ich hinkommen wollte, ist das britische Pfund. Das britische Pfund hat sich ja ebenfalls von diesem starken Einbruch hier deutlich erholt und auch hier muss man jetzt im Moment sagen, dass wir jetzt mal mit dieser Bewegung eher noch die Chance hätten, weiter nach oben zu laufen. Also auch hier zum Beispiel an die zuvor gebrochene Unterstützungszone, die jetzt einen Widerstand darstellt. Aber Sie sehen, das Restpotenzial ist jetzt auch nicht mehr so riesig. Aber zumindest auf Sicht der langen Kerzen, der langen positiven Kerzen, könnte man also hier durchaus gewillt sein, dass man so leichte Rücksetzer bei 1,24, 50 eher nochmal versucht, hier aufzufangen. Sollten wir da herunterfallen, würde es wieder weiter negativ werden. So, der DAX, der kommt noch ein bisschen weiter zurück. Dann schauen wir uns zum Abschluss nochmal den DAX an. Und den DE30 heißt aber XTB. Also, Sie sehen sehr schön hier in den 5-Minuten-Kerzen. Der Supertrend-Indikator also auf negativ gepolt, dann ist in der Regel sinnvoll, dass man eben hier auch im sehr, sehr kurzfristigen Bild eigentlich auf die Verkaufssignale mehr achtet. Und wir sehen also jetzt hier im Prinzip ein neues Tief und demzufolge sind wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgekommen. Wir switchen nochmal um auf die 60 Minuten. Und da sehen wir im Moment, dass wir jetzt allerdings, na, nee,
dass wir natürlich jetzt hier an einer Unterstützung angelangt sind. Wer also jetzt zum Beispiel Justament eine Short-Position eingegangen ist, kann sich freuen, weil wir diese Unterstützungszone im Prinzip jetzt gerade nicht nur testen, sondern eher mehr oder weniger scheinbar auch nach unten verlassen. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass eben hier die jüngsten Daten nicht gerade überragend sind. Also die Skepsis hier nach oben ist durchaus ein wenig berechtigt. Ob wir uns jetzt hier wieder so eine kleine Erholung starten, sei mal noch dahingestellt. Als Fazit da festgehalten werden, dass die Volkswirte eigentlich ausgesprochen negativ gestimmt sind und dass wir jetzt so in den Bereich auch von den Monatskerzen, Wochenkerzen hier in vor einem kräftigen Widerstandsniveau stehen. Erholungen dürften also hier eher auf Widerstand treffen. Leichte Rücksetzer könnten hier durchaus nochmal aufgefangen werden. Aber weiter negativ würde es eben werden, wenn wir jetzt hier auch unter die 10.450, unter vor allem die 10.300 rutschen würden, weil dann auch hier in den Stundenkerzen, H4-Kerzen dieser Aufwärtstrend verlassen werden könnte und wir uns dann wieder mehr gen Süden orientieren. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Fragen, Ihr Feedback. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, also immer montags und mittwochs um 9 Uhr. Und ja, Ihnen viel, viel Erfolg und schon vorab ein fast schon ein schönes Wochenende. Ist zwar noch ein bisschen dahin, aber wir hören uns dann wieder am Montag um 9 Uhr. Bis dahin, Ihr Stefan Salomon.